endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Da sind wir jetzt also endlich zu Hause angekommen. Wir mussten dafür nur einen Menschen umbringen. Schade. Aber der Schlüsselmeister hat es nicht anders verdient, der Drecksack. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Und ich musste feststellen, dass mein Plan, so wie ich ihn hatte, so kompliziert mit Dis, Gis, Cis und Fis und so, völliger Käse war, weil man hat wirklich nur die Noten gebraucht, die im Heft standen. Also E, A, D, H und G. Zwar nicht in der Reihenfolge, wie sie da standen, aber na gut. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Das erwähntest du bereits, liebe Edna. Darum werden wir die jetzt alle kurz und klein schlagen. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in... Der hier war's. Der war's nicht. War's der? Der hier war's nicht. Auch nicht. Was sagst du zu diesem? Ich glaube, mein Vater versteckte... Ja, das erwähntest du bereits. Der also auch nicht. Dieser? Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Den habe ich auch nicht gesagt. Ich habe diesen gesagt. Na, komm. Den da. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Und Django ist jetzt unchained. Oh, da gibt's Scherben. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. Den nehmen wir mit. So, wir haben einen Schlüssel. Können wir den hier direkt an der... Nee, nicht den Generalschlüssel. Ob sich die beiden verstehen werden? Nee, ich hoff's, aber müssen sie gar nicht, weil wir wollen den Haustürschlüssel natürlich mit der Haustür benutzen. Zu. Ist das denn etwa der Schlüssel für die Hintertür? Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Das ist jetzt Witz, oder? Ich hoffe, du hast ihn wenigstens mitgenommen. Nein, hat sie nicht. Mit bloßen Händen bekomme ich den abgebrochenen Schlüssel da nie raus. Sondern mit der Schere? Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Das finde ich sehr gut, Harvey, aber das wird uns nicht weiterhelfen. Können wir den Briefkasten mitnehmen? Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Die gute GEZ, ja. Wie oft die sich denn in 10 Jahren melden würde. Verdammt, vielleicht haben wir hinterm Haus noch irgendwas, womit wir den Schlüssel da wieder rauskriegen. Hey, dahinter ist unser alter Salon. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. 300? So wenig nur? So, das haben wir alles geguckt. Mitnehmen können wir wahrscheinlich nichts. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Oh, die Population will man natürlich nicht wegnehmen. Nein, der stand immer hier. Der wird auch immer da stehen. Nein, der stand... Okay, hier haben wir einen Schuppen. Gucken wir uns doch mal den Schuppen an. Da haben wir ein Fenster und eine Veranda. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Na, wenn du das schon so sagst, ja, ist doch die Tür wahrscheinlich zu. Nee, ist offen. Was haben wir denn hier alles? Wir haben einen Spaten. Nehmen wir mit. Wir haben eine Schneeschaufel. Wir haben noch Herbst. Ja, aber nimm doch trotzdem mit.
Wenn nicht, dann red wenigstens mit dem Ding. Du gehörst Citizen Kane. Ach, lass mich doch in Ruhe. Können wir die Hake mitnehmen? Die gehört mir bereits. Dann haben wir unsere alte Hake noch, oder wie? Nein. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. In welcher Kettensäge? Gab's nicht mal irgendein Spiel, aus dem man der Kettensäge benzieht? Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Na, also für uns. Dann nimm mit. Die sind nur für Leute, die... Nee, aber hier. Damit kriegen wir noch den Schlüssel wieder raus. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Dann nicht. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mathis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Vor allen Dingen, warum nennt sie ihren Vater die ganze Zeit Mathis? Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Und nicht Papi. Gut, können wir also alles nicht mitnehmen. Hake, Schneeschaufel, ja, einen Spaten und die Zange haben wir mitgenommen. Ich habe da schon wieder so eine leichte Vorahnung, was wir noch machen können. Wahrscheinlich machen wir uns schon wieder einen neuen Schlüssel. Haben wir ja mittlerweile geübt, wie das funktioniert. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Das ist sehr gut. So, weil wir haben ja Tonscherben. Können wir damit einen neuen Abdruck machen? Ein Tonabdruck des Schlüssels wäre schon nützlich. Leider sind diese Scherben bereits fertig gebrannt. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Ich glaube, dafür brauchen wir Wasser. Und ich habe noch in Erinnerung, dass wir in der ersten Rückblende hinter dem Haus eine Wassertonne gesehen haben. Ha. Bin ich gut? Dann bitte hier einmal ins Fass. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Tja, haben wir jetzt den Matsch gemacht? Ja, haben wir. Und dann machen wir uns einen Schlüsselabdruck. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Gut, und was machen wir jetzt mit dem Stück? Wir haben jetzt einen Tonabdruck. Ein schlüsselförmiger Abdruck. So wie ich den Abdruck genommen habe, ist die Bruchstelle nicht mehr erkennbar. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur ein Fensterfass und Disteln. Disteln? Der Wald hat Dunsinane erreicht. Können wir die ausgraben? Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Stimmt, das Kellerfenster. Das war ja da auch. So sieht es also von dieser Seite aus. Können wir da... Oh nein, es klemmt! Auch das noch. Das ist nicht zu gerostet, das ist zu. Gleich nicht mehr. Dinge. Sehr schön, was man nicht so alles mit diesen blöden Poloschläger machen kann. So, hier waren wir schon mal vor 10 Jahren. Die Sachen haben sich nicht wirklich geändert, die da drin sind. Ich habe die Vermutung, dass wir uns hier den Schlüssel brennen werden. Nein, ich will die Spinnen. Da hätte ich fast gedacht... Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten... Warte nochmal, bitte. Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten liegt? Edna. Haben sie dir so viel reingehämmert? Der uralte Eisenofen. Den würde ich gerne anmachen. Weil da müssten wir ja mal so einen Schlüssel brennen. Eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Ja, und da wollten wir Feuerholz reinpacken. Mir ist nicht wirklich, ob da... Aber sie möchte nicht. Okay, gut. Können wir jetzt von dem anderen Zeug hier, was so rumsteht, was mitnehmen? Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist sowieso nicht dabei. Oder ist da irgendwo grau? Grau ist Ihre neue Lieblingsfarbe? Ich habe bis hierhin keine Tragehilfe gebraucht, dann werde ich auf den letzten paar Metern auch keine brauchen. Die letzten paar Meter? Edna, erzähl doch nicht sowas. Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos.
Ja, das weiß ich, aber Das war vielleicht. schon vor 10 Jahren nutzlos. Dann gehen wir halt einfach so hoch. Und wir müssen uns nicht den Weg freiknabbern. Vor allen Dingen, für was brauchen wir jetzt noch den Schlüssel, wenn wir schon drinnen sind? Zu. Dann mach doch auf, Igitt, was ist denn da in dem Topf drinnen? Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Nimm mit. Okay. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Edna. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Ja, nach 10 Jahren ist das auch nicht wirklich verwunderlich. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Niemand. Die ist festgewachsen. Sehr schön. Wow, ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Das sieht ja richtig schick aus hier drinnen, wa? Was haben wir denn hier alles so? Noch ein Es Fenster. zeigt mir, was sich außerhalb dieses Hauses befindet. Sachen gibt's. Dunkelheit. So, in den Salon wollen wir erstmal noch nicht. Wir gucken uns erstmal hier um. Hier ist alles tot. Wir wollen uns ja hier auch nicht so lange aufhalten, Edna. Wozu? Sie ist tot. Na, aber den Blumentopf hätte ich gerne mitgenommen. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Stimmt, da wird man ja hin, ne? Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Na, dann mach ihn doch sauber. Früher wollte ich immer Modedesignerin werden. Aber dann hat Mathis angefangen, seine Klamotten wegzuschließen. Komisch, ja? Kann man den Spiegel Er ist benutzen? unbrauchbar. Weil er staubig ist, oder was? Mach den einfach mal Hallo? sauber. Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Schade, keinen zum Spielen. Aber kannst du den nicht einfach mal sauber machen, junge Frau? Lass uns den Spiegel zerschlagen. Nein, ich bin unglücklich genug. Ach, jetzt hör doch auf, Mädchen. Es Ja. besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Ich wollte die Topflappen mit dem Gleich Spiegel morgen benutzen. werde ich hier überall Staub wischen. Wer sind Sie? Wo ist Edna? Warum möchte sie hier wieder her? Guck mal, Harvey, das bist du. Ja, aber ich dachte immer, ich sei ein Wolf. Ein Wolf im Schafpelz. Zu. Komisch, ja? So, wir gehen mal in den Salon jetzt, nicht nach oben. Erstmal gucken wir uns da noch um. Oh, das sieht auch schick aus. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Die Landschaft aus der Wurstwerbung. Guck mal, Harvey, unser altes Gemälde. Die Plünderer wollten es wohl nicht. Welche Plünderer? Ich kann die Terrasse sehen. Naja, sehen ist übertrieben. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Na, da kann man doch unten noch durchgucken. Kannst du das Ding aufmachen? Die klemmt. Na dann, hau ein, Hunde. Nein, dieses Fenster ist das letzte Bollwerk gegen die böse Welt da draußen. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Ach, Edna, du wirst mir ein bisschen dolle wehleidig gerade. Können wir den bemalen? Ich markiere den Schläger lieber. Dieser Poloschläger ist Eigentum von Edna Konrad. Gut nachgedacht. Jetzt wird es im Polo-Club nie wieder zu Verwechslungen kommen. Sehr schön. Wollte ich zwar gar nicht machen, aber An gut. diesem Tisch habe ich früher immer Comics gezeichnet. Die Abenteuer von Amazon Space Girl waren ein Klassiker. Sie war die erste Superheldin, die gleichzeitig auch Kapitän eines Piratenschiffs war. Sehr schön. Edna, du hattest sehr viel Fantasie früher. Gut, dann haben wir im Salon also nichts, dann können wir ja nur noch nach oben gehen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal die einzelnen Zimmer.
Gehen wir erstmal ins Bad. Vielleicht mal ein bisschen waschen in der Wanne. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Was soll sie denn sonst gewesen sein? Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Das ist eine sehr gute Idee. Können wir hier sonst noch irgendwas? Wir können den Hahn benutzen. Das Wasser ist wohl abgestellt. Tja. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Schon wieder so ein verstaubter Spiegel. Ja, und mehr haben wir ja gar nicht. Wir könnten hier, glaube ich, nochmal... Hier hätten wir wahrscheinlich nochmal den Ton benutzen können. Mit den Scherben, den Ton mit der Wanne, mit dem Wasser. So, das Arbeitszimmer. Ein Foto von uns? Hey, das ist ja ein Bild von mir. Nimm mit. Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Dann bring's zur Kirche. Das ist Mattes Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Der hatte sein Bett im Arbeitszimmer? Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mattes. Was hat denn Ihr Vater? Durch dieses Fenster lässt sich der Mond sehen. Damals wie heute. Das Feuerzeug meines Vaters. Nehmen wir mit. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Nehmen wir mit und die Feder nehmen wir auch mit. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Aber nimmst das Feuerzeug mit, ja. Dann sie gehört auf das Pult meines Vaters. Bist du auch ein bisschen eigen, was du nimmst und was nicht, wa? War der nicht immer viel größer? Tja, Stuhl, Bett, Tisch, Fotoflur, haben wir alles angeguckt. Können wir das Feuerzeug mit der Kerze? Ich zünde sie für Mattes an. Später. Okay. Oh, das Zimmer kennen wir auch noch gut, ja. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Ach so, ah. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Nicht mehr und nicht weniger. Gibt's im Schrank noch was zu holen? Ach ja. Puh. Nein! Ich meine, nein. Den will ich nun wirklich nicht. Da hat sie schlechte Erinnerungen mit dem guten Stück, ja. Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Aber wie konnten wir denn damals... Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Das ist komisch. Wir haben noch den Jahrmarkt und den See und alles gesehen beim letzten Mal. Ich will mich nie wieder hier hinsetzen. Ja, ich hab's verstanden. Darf ich kurz stören? Nein, ich bin beschäftigt. Diese Stimme dazu, herrlich. Ich werde hier später umdekorieren. Gut, dann können wir hier also auch nichts machen. Noch höher? Ah. Da wächst der Baum rein. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Na, vielleicht kommt die Polizei dich suchen. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Aber wie kann denn in 10 Jahren hier so ein Baum reinwachsen? Das ist schon ein bisschen dolle krass. Zu. Dafür braucht man wahrscheinlich den Schlüssel, wa? Wir haben jetzt ein Feuerzeug, vom ja. Vom Grundgedanken her nicht übel. Die Flamme wäre aber viel zu schwach, um den Ton zu brennen. Dann lass uns etwas Großes anzünden. Das Haus. Lasst uns das Haus anzünden. Nein, ist ja okay. Wir gehen in den Keller und zünden da den Ofen an. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin.